Am 15. März wurde ein wissenschaftliches Paper veröffentlicht, das die Welt veränderte oder verändern wird. Ein riesiges Update auf die nächste Stufe von GPT 3.5 auf GPT 4. Es performt besser im Programmieren, in der Konversation, besteht Tests mit höheren Punktzahlen und hat laut einem zweiten Paper, das etwas später auf den Markt kam, sogar erste Anzeichen von allgemeiner Intelligenz. Doch eine Sache ist nicht besser als die der Version 3.5. Eine eigentlich sehr beunruhigende Sache. Das Paper wurde von OpenAI veröffentlicht, ist allerdings alles andere als open. Während bei GPT 3.5 klar definiert wurde, wie viele Parameter es gibt, also interne Gewichte, die in einem Training angepasst werden, weiß man das bei GPT 4 überhaupt nicht. Zwischen einer und einigen hundert Billionen kann das alles sein. Wir kennen nicht die Daten, auf denen das Modell trainiert wurde. Im Grunde wissen wir gar nichts. Nicht mal die Architektur oder die Trainingsmethoden, die für Forscher wirklich wichtig sind, sind klar. Wir wissen nur, wie unglaublich gut es ist, dank wirklich ausführlicher Tests, die in diesem Paper beschrieben wurden. Zeitgleich kommt Meta und veröffentlicht einen Banger nach dem anderen. Ein kleines Highlight, dieses tolle Musikstück hier ist komplett KI generiert. Oh, und ihr könnt das übrigens auch auf eurem Rechner machen, ohne Tracker und ohne Internet. Wir wissen genau, wie es abläuft und ich werde es euch am Sonntag auf meinem Kanal The Morpheus Tutorials noch ein bisschen detailliert erklären. Und wir können es so viel nutzen, wie wir wollen. Was ist da los? Warum ist die einzige Firma, die so für Open stand, dass es sogar im Namen steht, plötzlich mehr abgeschlossen als die Firma hinter Instagram und Facebook, die Firma, die für viele immer noch für Datendiebstahl und kaputte Schönheitsideale steht? Das schauen wir uns heute an. Okay, jetzt lasst uns aber mal in die Anfänge von OpenAI schauen, denn gegründet wurde es als gemeinnützige Organisation. Gegründet mit einer ganz schön besonderen Mission. Und zwar allgemeine künstliche Intelligenz zu erforschen. Also quasi die Singularität zu erforschen, nur eben, dass sie allen Menschen zugutekommt und sie uns nicht aus Versehen alle auslöschen möchte. Die Gefahr, die OpenAI da gesehen hat, ist im Endeffekt, wenn ein Unternehmen in der Lage ist, eine AGI, eine Artificial General Intelligence, zu erforschen, dann wird sie extrem viel Macht haben. Stellt euch so vor, ihr habt eine KI, die grundsätzlich erstmal alles lernen kann, aber sie gehört euch zu 100% und ist super schnell im Lernen. Also lasst ihr sie einfach in kürzester Zeit alles lernen, was die Menschheit so insgesamt mal gelernt hat. Dann sagt ihr ihr, ey, erforsch mir neue Dinge und dann lernt die bitte auch. Und ja, ich glaube auch, dass das Machtgefälle ein kleines bisschen unfair wäre. In so einem Fall regelt halt der Markt leider nur bedingt. Um das jetzt also möglichst gemeinnützig zu machen, braucht es natürlich vor allem eine gewisse Transparenz. Mit der Forscher und auch Hacker das Ding auf Lücken testen und gegen Missbrauch abschirmen. Und genau dazu braucht es super transparente Forschungspaper, denn nichts sagt mehr über ein neuronales Netz aus als die Architektur und die Daten, auf denen es trainiert wird. Ein kleines Beispiel: Ein paar Forscher kamen auf die Idee, eine schwächere Version von ChatGPT mit Daten aus dem Darknet zu füttern. Was könnte schief laufen? Heraus kam dann Darknet. Ja, und die haben natürlich tatsächlich auch ein Forschungspaper dazu veröffentlicht. Ist nicht wesentlich gefährlich, wurde aber eben auf Scam, Phishing, Malware und Hacking-Foren trainiert. Das Ziel war es, uns ein bisschen leichter alles zu machen, Gefahren im Web automatisch zu erkennen, auch wenn das ein bisschen anders in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Dennoch, Darknet wird jetzt nicht in der Lage sein, mit mir eine Kommunikation über den Sinn des Lebens zu führen. Es wird mich vermutlich dann eher auf eine Scam-Seite verweisen, die mir zum Beispiel Zuckerkügelchen verkaufen möchte oder sowas. Die Performance eines LLMs ist also massiv von den Daten und natürlich dem Algorithmus abhängig. Frühe Projekte von OpenAI gingen dann eben auch in diese Richtung, mit offen und transparent. Viele Entwicklungen und Vergleiche von Lernalgorithmen und KI-Modelle für Videospiele. Ziemlich ähnlich wie das, was Google eigentlich zu dem Zeitpunkt auch gemacht hat. 2019 hat OpenAI dann ein neues Geschäftsmodell ausgepackt. Training von KI ist sehr teuer und eine Non-Profit, wie OpenAI das eigentlich war, darf keine Gewinne machen. Deswegen haben sie ein sogenanntes
Capped Profit Modell eingeführt, das es ihnen dann erlaubt, Kapital anzuziehen und erstmal zu halten und anschließend auszugeben, aber halt bis zu einem gewissen Punkt nur. Anschließend wurden Kooperationen mit Microsoft, Elon Musk und noch vielen anderen eingegangen, um GPT-3, Codex, Whisper und so weiter zu entwickeln. Und eigentlich hat es da schon angefangen. Während Whisper eine Speech-to-Text-KI ist, die ich herunterladen kann und zum Beispiel nutzen kann, um Untertitel für jedes einzelne Video dieses Kanals komplett gratis in mehrere Sprachen zu erstellen und dann einfach hochzuladen, kann ich das bei GPT-3 nicht. Ich muss die API nutzen oder die Web-Oberfläche von ChatGPT. Oder ich müsste es nach dem Paper nachbauen, was sehr teuer ist. Es gibt aber keine Download-Version davon, aber es ist trotzdem noch alles deklariert worden, was passiert. Nur leider ist die Entwicklung und die Beschaffung von Daten so teuer, dass wir das eben als Einzelperson nicht wirklich machen können. Wir sind also von OpenAI abhängig geworden und sie müssen Geld von uns verlangen, denn die Hardware und die Ausführung von diesem Modell, die kosten Geld und zwar nicht gerade wenig. Eine Firma, von der viele nicht wirklich viel erwarten, was Open Source angeht, ist Meta. Aber Meta, ehemals Facebook, hat eine durchaus lange Geschichte. Ich beschränke mich hier mal auf die wesentlichen Aspekte, die hierfür relevant sind, wenn es für euch okay ist. Es stimmt, dass Meta nicht gerade Open Source freundlich ist mit ihren kommerziellen Diensten. Instagram ist derart verschlossen, dass man nicht mal die Programmierschnittstelle ohne Ausweis benutzen darf. WhatsApp hat nicht mal eine offizielle. Allerdings ist das nur die bekannte Wahrheit. Im Hintergrund nutze ich, so wie zigtausende Entwickler, Werkzeuge von Meta. React ist eine der häufigsten Programmierbibliotheken, die man auf Websites finden kann. Davon kriegt man als Besucher nicht wirklich was mit. Aber bei der Entwicklung ist es definitiv in den Top 3 für die Oberflächen. Und ihr wisst, wie viele Websites es da draußen eigentlich gibt. PyTorch hingegen ist eine von zwei großen Bibliotheken, um künstliche Intelligenz zu programmieren. Und auch die ist komplett offen und jeder kann sie gratis nutzen. Und Meta entwickelt sie einfach so für uns weiter. Die andere von den beiden ist übrigens Google, auch komplett open. Naja, warum? Da kommen wir dann gleich dazu. Aber ich habe noch nicht mal alles genannt, was Facebook bzw. Meta uns da so zur Verfügung stellt. GraphQL, Hack, Docusaurus. Meta ist eigentlich ziemlich tief in der Open Source Community verankert, genauso wie Microsoft und Google übrigens. Und das ist nicht aus Versehen oder unbedingt aus gutem Willen, zumindest nicht nur. Meta hat vor 2021 ihren Namen von Facebook in Meta geändert. Grund dafür: das Metaverse. Der Hype war eine gewisse Zeit lang durchaus groß, aktuell ist es allerdings eher so ein bisschen beruhigt. Aber es gibt ein weiteres Thema, bei dem gerade Firmen aus dem Boden sprießen, ohne viel zu leisten und Millionen an Investitionen bekommen. Und wenn Startups Millionen bekommen für kaum mehr als eine Idee, können wir recht sicher sein, dass das natürlich keine riesige Blase ist, sondern ein ganz besonders wichtiges Thema. Ihr versteht. Naja, auf jeden Fall ist Meta zu groß, um wie ein Startup sich einfach nur an der GPT-4 API zu bedienen. Die brauchen was Eigenes und die Metaverse-Idee ist derzeit einfach nicht so beliebt. Wie sich herausstellt, ist VR-Gaming zwar ganz geil, aber bei der Arbeit hilft ein digitaler, kostenloser Praktikant halt dann doch mehr als in VR-Meetings zu halten. Und deswegen muss Meta auch in den KI-Markt eintreten, mit kaum mehr als einem kleinen Hobbyprojekt. Llama heißt das KI-Modell, das von Meta AI entwickelt wurde. Es ist an sich kein Chatbot, sondern eher ein Basismodell, das erst noch fertig trainiert werden müsste. Es ist auch eigentlich für Forscher erstellt worden, die sich mit den Problemen von Sprachmodellen beschäftigen. Und es hat auch nur 65 Milliarden Parameter, also ein bisschen mehr als ein Drittel der Parameter von GPT-3.5. Und damit ist es mehr als nur ein paar Jahre der Forschung von OpenAI hinterher. Das Schlimmste für Meta war erstmal, es wurde gestohlen und anschließend auf 4chan veröffentlicht. Und dadurch ist es jetzt quasi das beliebteste Open Source Large Language Model geworden. Forscher auf der ganzen Welt haben sich nämlich auf das Modell gestürzt und es einfach für Meta fertiggestellt, mit dem Feintuning begonnen und zig Versionen davon geschaffen. Ein Beispiel. Vicuna gilt, denke ich, derzeit als eines der besten Open-Source-Modelle auf dem Markt. Natürlich kann es nicht mit GPT-4 mithalten, aber dafür läuft es eben komplett auf meinem eigenen Rechner und jeder kann es komplett anonym benutzen.
Es wurde von Stability AI, dem Unternehmen, das tatsächlich Midjourney, dem aktuell beliebtesten Tool für Bilderstellung, Konkurrenz macht. Stable Diffusion, entwickelt von Stability AI, hat genau diesen Vorteil für sich genutzt. Tausende Menschen helfen bei der Entwicklung, sei es beim Code oder durch die Erstellung eigener fein trainierter Modelle, von denen es mittlerweile über 3500 gibt. Oh mein Gott, wieso brauche ich 3500 Modelle für Bilderstellung? Naja, weil diese Modelle eben Bilder erstellen, genauso wie ich das möchte. Ich habe beispielsweise ein Modell für Anime, eines für realistische Bilder, eines, das gut in einigermaßen allem ist und sogar eins, das mir speziell nur Pokémon baut. Und das ist etwas, das kann Midjourney beispielsweise nicht so gut. Oder schaut euch diese Mischung von einem Trump-Pokémon an. Das sieht bei Midjourney dann so aus. Was hat also Meta jetzt damit zu tun? Dadurch, dass es nun ein Open-Source-Sprachmodell gibt, kann genau das weitergehen. Man baut ein Basismodell und lässt dann die Community hyperspezialisierte Tools dazu bauen. Ein Sprachmodell, das ultra gut im Erstellen von beispielsweise Python-Code ist, eines, das ultra gut für die Erstellung von Rezepten ist und ein anderes, das sehr, sehr gut im Erstellen von Anweisungen für Stable Diffusion ist. Technisch gesehen sind hier also eigentlich keine Grenzen gesetzt und die Open-Source-Community nutzt jetzt Metas Basismodell, um hier eine Vielzahl an eigenen Modellen zu bauen. Wie eben bei Stable Diffusion ist keines davon so gut wie der Platzhirsch, also Midjourney oder GPT-4, aber in ihrem eigenen Bereich sind sie mindestens gleich gut, weil die Aufgabe einfach sehr viel kleiner ist. Und so kann Meta zurückkommen. Vielleicht nicht unbedingt finanziell, aber das Ganze hat ihnen einen gewissen Boost verpasst. Einen Boost, der so groß ist, dass Google die größte Gefahr für ihr Geschäftsmodell mit Bard in der Open-Source-Community sieht. Zur Erinnerung, Bard ist quasi GPT-4, nur eben von Google. Denn die Modelle von Meta sind kleiner und jeder kann sie demnach sogar vielleicht auf dem Handy ausführen, ohne Internet. Jeder kann sie kostenlos runterladen. Potenzielle Werbung, wie bei Bing, kann einfach entfernt werden und Google, Microsoft und OpenAI können einfach gar nichts dagegen tun. An diesem Punkt sind wir aber noch lange nicht, aber es scheint, Meta hat zumindest den ersten Schritt zurückgeschafft. Und das ganz ohne Investment, sondern einfach nur, indem sie bestohlen wurden und dann die Rolle angenommen haben. Nun spielen offiziell Forscher von Stanford, Berkeley und Co. mit Meta. Und die müssen sich einfach nur zurücklehnen. Oder tun sie das wirklich? Es scheint ein bisschen, als würde Meta die Rolle wirklich genießen. Letztes Jahr schlug Yann LeCun, der leitende KI-Wissenschaftler von Meta, eine neue Architektur vor, um die Hauptbeschränkung der aktuell besten KI-Systeme zu überwinden. Seine Vision ist es, Maschinen zu erschaffen, deren interne Modelle davon lernen können, wie die Welt um sie herum funktioniert. Und damit sollen sie viel schneller und eben auch automatischer lernen, komplexe Aufgaben planen können und sich leicht an auch unbekannte Situationen anpassen können, weil sie eben verstehen, wie die Welt geht. So, das hört sich sehr mächtig an. Ein Modell, das eben nicht über Sprache die Welt versteht, sondern über Weltverständnis dann die Sprache versteht. Gerade vor ein paar Wochen hat jetzt Meta ihr neuestes Projekt iJEPA vorgestellt, das Bilder anhand von abstrakten Darstellungen vergleicht. Das Modell liefert beeindruckende Ergebnisse für Bilderkennung, die Vorstellung scheint also realistisch. Und Abstraktion ist wirklich eines der schwersten Konzepte, auch für Menschen übrigens. Meta selbst bezeichnet diese Architektur als einen Schritt näher an KI, die auf menschlichem Level ist und hat alles Open Source gemacht. Training, Algorithmus, sogar der komplette Code inklusive aller vortrainierten Modelle. Forscher können nun also all das kombinieren, die Algorithmen testen und verbessern. Und genau so sieht es mit diesem Tool aus. Es lässt euch komplette instrumentale Musik produzieren mit einem einfachen Befehl und falls ihr wollt, mit einer Melodie als Grundlage. Hier ein Beispiel. Oder aber basierend auf derselben Melodie, aber als EDM-Song. Ich habe ein Tutorial dazu schon veröffentlicht, weil ich es so unfassbar spannend finde. Und am Sonntag kommt genau deswegen noch die Vorstellung des Papers auf, wie gesagt, meinem anderen Kanal.
Das Ganze geht überhaupt nur, weil Meta bzw. Facebook genauer gesagt hier alles öffentlich gemacht hat. Code, Modelle, Algorithmen, einfach alles. Sogar die Trainingsdaten sind öffentlich und ich weiß quasi alles darüber. Das heißt, ich kann das ausführen, wie ich möchte und damit erzeugen, was ich möchte. Und das ist einfach komplett verrückt. Ich kann aber natürlich auch das Training verbessern und mir zum Beispiel eine eigene Variante von genau diesem Tool bauen, das eben halt Metal erzeugt, und eine andere Variante für EDM. Die werden dann vermutlich jeweils besser sein und demnach überzeugendere Musik erzeugen. Ich denke, diese drei Beispiele sind eigentlich genug, um eines festzustellen. Es gibt zwei Ansätze bei der Entwicklung von KI. OpenAI verfolgt den Ansatz, eine Artificial General Intelligence zu erstellen. Das war ihr Ziel von Anfang an, das haben sie auch klar so gesagt. Leider haben sie aber auf dem Weg dorthin vielleicht ein bisschen Angst bekommen. Ihre Forschung wurde Schritt für Schritt verschlossener und naja, mit Open hat das Ganze mittlerweile wenig zu tun. Ich vermute, dass es hier um das Alignment geht, also dass man eigentlich verhindern möchte, dass so eine mächtige Technologie in die falschen Hände kommt. Stellt euch einen Diktator mit AGI vor. Da ist alles möglich. Waffenbau, gigantische Manipulationen und Hacking, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wird das Paper öffentlich mit allen Details, könnte es mit den richtigen finanziellen Ressourcen jeder OpenAI nachtun. Aber ohne Details zu kennen, wird es schwierig. Ich verstehe den Schritt gewissermaßen, aber halt ohne die Kontrolle durch die Forschung, ohne Menschen, die beim Alignment helfen, wie können wir sicher sein, dass OpenAI wirklich das Richtige tut? Google verfolgt übrigens denselben Ansatz. Auf der anderen Seite haben wir dann Meta. Ihr Modell ist viel zu schwach für Artificial General Intelligence. Es ist aber nicht mal in der Lage, richtig eine Ausgabe zu erstellen, zumindest nicht immer. Aber will man ein Modell, das extrem spezialisiert ist und diese eine Aufgabe dann wirklich meistert, könnte es vielleicht in naher Zukunft sogar besser abschneiden als GPT-4. Ähnlich wie gesagt wie bei Stable Diffusion. So kämpft sich Meta irgendwie wieder in die Relevanz zurück, allerdings gemeinsam mit der Forschung und einer riesigen Community, die Bock hat, über 3500 Modelle für Bilderstellungen zu veröffentlichen. Wie hier allerdings dann Alignment funktioniert, das ist noch eine offene Frage. Ich denke, aktuell hofft man wohl, dass es einfach nicht möglich ist, irgendwas wirklich Gefährliches damit zu erstellen. Wie das jedoch in Zukunft aussieht, wenn vielleicht noch eine stärkere Version veröffentlicht wird, das wird wohl interessant werden, wenn wir bedenken, wie sehr auch die Leistung unserer Hardware steigt und wie viel Geld KI-Förderungen aktuell bekommen. Was wir aber definitiv sagen können, wir leben gerade in einer extrem spannenden Zeit und vieles geschieht. Vor allem aber auch positive Dinge, das dürfen wir nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace, liebe Hexen und Hexers.